Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Aus mal wieder leider zeitlichen Gründen konnte ich diese Prognose nicht in eins packen. Ich wollte aber jetzt unbedingt wieder eine Samstagskonferenz machen. Der Teil mit den Sonntagsspielen kommt morgen, keine Sorge. Aber weil ich unbedingt eine Konferenz machen wollte am Samstag, habe ich jetzt Freitag und Samstag Topspiel noch dazu getan und eben die vier Spiele aus der Samstagskonferenz. Es wäre zeitlich anders nicht möglich gewesen mit Hochladen und Rendern und so weiter und so fort. Eigentlich möchte ich die Videos auch nicht mehr teilen. Das ist jetzt halt wieder eine Ausnahmesituation aus zeitlichen Gründen. Das werdet ihr sicherlich verstehen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin momentan auf der Arbeit immer hart gefordert, deswegen kann es auch sein, dass ich zwischendurch mal unkonzentriert bin, ein bisschen Unsinn laber im Kommentar. Aber auch da werdet ihr sicherlich Verständnis haben. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß jetzt bei der Prognose. Der VfB Stuttgart kann den Rest der Saison sehr entspannt angehen. Der FC Augsburg hingegen hat nochmal einen Trainerwechsel vollzogen. Weinziel ist zurückgekehrt und will jetzt die Fuggerstädter in der Liga halten. Und dazu müssen nochmal Punkte her. Hier am Freitagabend aber kein leichtes Aufgabenblatt. Doch sie hatten zunächst mal das Ding auf ihrer Seite. Fünfte Minute, Gumni mit der Superflanke. André Hahn per Kopfballaufsetzer gegen die Laufrichtung von Kobel. Der muss hinter sich greifen. Es war ein spektakuläres Fußballspiel. Zehnte Minute, Förster kommt erst nicht durch, aber Stuttgart bleibt dran. Endo sieht Iklimovic und Gikiewicz mit der Superparade. Zwölfte Spielminute, 0:1, weiterhin das Ergebnis, aber man schraubte auf Seiten der Schwaben, also der Schwaben im Baden-Württemberg-Bereich gegen die bayerischen Schwaben. Der FC Augsburg hatte es jetzt aber mit einer offensiv starken Stuttgarter Mannschaft zu tun und sie wurden bestraft. Waldemar Anton mit dem 1:1 steht am zweiten Pfosten korrekt, muss nur noch den Fuß hinhalten und diese Eckbälle, sie hatten es so richtig in sich. Jetzt der Eckball von der anderen Seite, Förster bringt den rein und da gibt es ja einen per Kopf, der ist immer gefährlich. Spiel gedreht, 24. Minute, Sasa Kalajdzic, nicht zu glauben, dieses Spiel war jetzt schon richtig gut. Und das war nicht unbedingt im Vorhinein, vor allem von Augsburger Seiten zu erwarten, aber Weinziel hat da sicherlich auch nochmal ein bisschen Offensivpower geweckt. Die Defensive dafür aber anfällig. Endo 3:1 nach 29 Minuten. Ein unglaubliches Spiel, das gerade mal eben eine halbe Stunde alt war. Jetzt wieder der FC Augsburg. Guezzo hat den Ball, findet die Lücke. Was für ein Pass zu Marco Richter. 3:2. Kein Abseits, gleiche Höhe. Der Tunnel aus unmöglichem Winkel unter Kobel hindurch. 5 Tore nach 45 Minuten. Eine unfassbare Quote. Diese konnte dann im zweiten Durchgang nicht mehr eingehalten werden. Augsburg aber wollte jetzt trotzdem nachlegen. Fand aber seltener die Lücken. André Hahn kommt nicht durch. André Hahn noch einmal. Trifft dann nur das Gestänge des Tornetzes außerhalb des Kastens. Richtig viel hat da allerdings auch nicht gefehlt. Der VfB Stuttgart, er streckte sich zum Ende hin nochmal. Viel Verschleiß auch gehabt in dieser Saison. Man merkt, sie laufen auch auf dem Zahnfleisch. Aber diesen Angriff, den konnten sie noch zu Ende spielen. Förster mit dem 4:2 und der Entscheidung in diesem spektakulären Duell am Freitagabend. 3 Punkte bleiben in Stuttgart, 0 gehen nach Augsburg zurück. Und für die Fuggerstädter wird die Luft immer dünner.
Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 32. Spieltag. 4 Bundesliga-Partien stehen auf dem Plan, unter anderem hier im Weserstadion. Der SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Eine extrem wichtige Partie, vor allem für den SV Werder Bremen. Da geht es um die Existenz in der ersten Bundesliga und Leverkusen. Vielleicht geht ja sogar noch was in Richtung Platz 4. Von jeglichen Hoffnungen und Illusionen können sich diese beiden Mannschaften hier frei machen. Der FC Schalke 04 ist bereits abgestiegen. Hoffenheim, der Gastgeber hier in Sinsheim, ist im Tabellenmittelfeld angelangt und wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Also da kann man sich vielleicht heute mal befreien mit einem entspannten Auftritt. Aber der Anspruch für Hoffenheim, vor allem nach dem Hinspiel, da verlor man gegen Schalke, ist natürlich hier der Dreier. Mal schauen, ob das möglich ist. Ab nach Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg nimmt es mit dem ersten FC Union Berlin auf und es hat der Motor ein wenig gestottert. Zuletzt beim VfL Wolfsburg der Punktevorsprung auf Platz 5. Er ist ziemlich geschmolzen. Der erste FC Union Berlin kann europäisch denken, dazu ist heute ein Sieg vonnöten. Der wird schwer, aber unmöglich ist er auch nicht. Und letzte Station, Dortmund. Dortmund, die letzte Station, aber vielleicht die spannendste. Der BVB hat RB Leipzig zu Gast. Es ist ganz wichtig für Schwarz-Gelb zu gewinnen, dieses Top-Team aus Leipzig zu schlagen, um die Hoffnungen, die realistischen auf die Champions League noch zu wahren. Und wenn sie gewinnen sollten, ja, dann haben sie wirklich alles, auch alles getan. Und möglich ist es auf alle Fälle. Starten wir in Bremen. Der SVW stößt an und da hatte ja zuletzt das bittere Pokalausscheiden gegen RB Leipzig Hoffnung gemacht. Denn mit solch einer Einstellung wird man sicherlich die Liga am Ende halten können. Aber es sind drei Endspiele für Florian Kohfeldt und seine Mannschaft. Da kann man sich auch nicht auf einen guten DFB-Pokalauftritt beruhen. Hier sind die Schalter wieder zurückgesetzt. Es geht bei null los. Eine Hoffnung, vielleicht eine Chance, aber sicherlich auch ein gewisses Risiko. Und Leverkusen, ja, da wird es am Ende sicherlich nichts mehr mit dem Champions-League-Platz. Aber die Europa League, die möchte man festigen. Leverkusen versucht loszulegen. Wir melden uns, wenn was passiert, und wechseln nach Sinsheim. Die Hoffenheimer in den blauen Trikots bekommen es hier mit dem FC Schalke 04 zu tun. Die Schalker jetzt auch wieder mal mit einer etwas längeren Bundesliga-Pause das Spiel gegen die Hertha abgesagt. Und dann ja eben hier die etwas längere DFB-Pokalpause. Das Hinspiel, das haben vor allem die Sinsheimer noch im Kopf. 4:0 Schalke beendete die Sieglosserie, die Rekordverdächtige, und gewann dann endlich mal wieder 4:0 am Ende. Ein deutliches Ergebnis. Damals lief alles gegen Hoffenheim. Man konnte sich mittlerweile einigermaßen akklimatisieren. Will jetzt gegen Schalke 04 die Schlussphase der Saison einläuten und nochmal ein paar gute Spiele machen. Das hier ist erstmal eine deutliche Abseitssituation. 0:0 hier. Wir warten auf den ersten Treffer und holen uns den vielleicht in Dortmund ab. Möglicherweise, der BVB hat einen ganz schönen Drang nach vorne. Das sieht man in dieser Szene. Gleich 4 Spieler im Abseits, aber die sind eben heiß und hungrig. Kann man sicherlich positiv verkaufen, diese Anfangsphase. RB Leipzig in den kuhfarbenen Lina-Trikots. Der BVB hat hier aber bislang das Spielgerät meistens selbst am Fuß und Leipzig wartet auf Umschaltaktion, die bislang aber noch nicht so wirklich zustande kommt. Vielleicht jetzt über Dahoud, der den Ball am Fuß hat und in den 16er einzieht. Bisschen
fahrlässig jetzt gerade verteidigt von Leipzig. Der Flanken Tor in Bremen. Piszczek ist aber nicht gut und wir haben den ersten Treffer und zwar in Bremen. 0:1, Florian Wirtz, die kalte Dusche für den SV Werder Bremen. Das schmerzt aus Werder Sicht. Hat da auch viel zu viel Platz. Schließt dann überzeugt ab, vorbei an Pavlenka. Und so hat der SV Werder Bremen mal wieder einem Rückstand hinterher zu laufen. Gegen Leipzig konnten sie das ausgleichen im DFB-Pokal. Wir warten drauf und springen nach Wolfsburg. Auch eine gute Viertelstunde hier gleich gespielt. Die Wölfe machen hier ordentlich Druck. Gerhard mit der Flanke etwas zu weit geraten. Aber Baku kratzt den noch. Von der Grundlinie legt ihn zurück. Perfekt. Auf Maximilian Philipp. 1:0 für den VfL. Die Flanke, sie schien hier eigentlich etwas zu lang, aber Baku macht's auch überragend in den Rücken zweier Union-Verteidiger. Ganz gut abgeschlossen. Nichts mehr zu halten für Andreas Lute. 1:0 für Wolfsburg. Also ein ganz wichtiger Treffer, um damit auch den Druck zu erhöhen auf Dortmund, auf Eintracht Frankfurt. Die Wölfe wollen sich die Champions League nicht mehr nehmen lassen, auch wenn sie, wie angesprochen, zuletzt eher weniger zuverlässig punkteten und auch in der Defensive hier und da mal anfällig waren. Wir werden das verfolgen. 1:0 hier. Ab nach Hoffenheim. Wo der FC Schalke 04 sich gerade mal rauswagt. Serdar raus zu Hüntelaar gelegt. Also wenn Hoffenheim irgendwas verhindern möchte, dann ganz sicher die zweite Saisonniederlage gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke 04. Sicherlich muss man auch bei Hoffenheim ganz viel in dieser Saison verzeihen können. Denn es war turbulent, es war holprig, neuer Trainer. Und das alles zusammengerechnet ergibt dann eine unterdurchschnittliche Saison. Am Ende aber wohl mit dem Klassenerhalt. 0:0 weiter hier. Mehr Tore bitte in Dortmund jetzt mal. Ja, gucken wir einfach mal kurz auf die Zwischenergebnisse. Also 4 Spiele, das ist ja das Leiden der Viererkonferenz. Nächste Woche sind es dann zum Glück 9 Spiele. 2 Tore in 4 Spielen ist bislang keine allzu gute Quote, aber wir sind ja offen für Neues. Haidara, Sirloth, gut reingeschmissen von Akanji. Die Leipziger werden aktuell etwas gefährlicher und Dortmund muss aufpassen. Aber das ist ein starker Ballgewinn von Piszczek, der jetzt immer wieder als rechter Verteidiger... Tor in Bremen! ...aufläuft. Und wir haben den nächsten Treffer in Bremen. Man muss sich also nur beschweren. Ab ins Weserstadion. 0:2. Moussa Diaby lässt den Kiefer bei Florian Kohfeldt an der Seite wahrscheinlich fast rausspringen. Standard Gegentor. Es tut weh. Das ist ja die größte Schwäche in der Vorsaison. Zuletzt wieder ein bisschen zurückgekehrt, diese Achillesferse im Bremer Defensivspiel. Und Diaby fällt der Ball dann vor die Füße und schließt ab. 28. Minute, 2:0, Bayer 04 Leverkusen. Ja, das ist bitter, das ist ärgerlich für den SVW, aber es ist auch genauso verdient. Das 2:0 geht absolut in Ordnung. Werder Bremen fällt nach vorne wenig ein und von dem Gesicht, das man gegen Leipzig gesehen hat im DFB-Pokal, ist momentan nichts mehr zu sehen. Tor in Dortmund! Und Tor in Dortmund, das klingt doch sehr spannend. Einmal kurz horchen, Tormusik läuft, das heißt Dortmund hat getroffen. 1:0 für die Gastgeber. Giovanni Reyna
bekommt den Ball serviert. Hat dann noch ein Verteidiger, so ein bisschen zumindest an den Fersen, lässt sich davon nicht beirren. Schließt ab für Peter Gulaschi, ist da nicht zu halten. Der Mann mit der Nummer 32 klopft sich noch einmal auf die Brust. Ja, er hat es gemacht, 1:0. Also nach etwas mehr als einer gespielten halben Stunde. Nicht unverdientes Resultat und bitte mehr davon. 1:0 auch hier in Wolfsburg. Wobei gerade fast das zweite gefallen wäre. Union Berlin muss gerade ein bisschen aufpassen, dass ihnen das hier nicht entgleitet. Die Eisernen spielen ja auch wirklich eine überragende Saison. Da letztlich auch in den letzten drei Spielen eigentlich nicht mehr viel in den Sand setzen. Trotzdem mit etwas mehr Fortune könnte man auch am Ende dann noch europäisch spielen. Ob das jetzt so der Anspruch ist, sicherlich nicht grundsätzlich, aber wehren würde man sich wohl auch nicht. Der VfL Wolfsburg aber spielt wie eine Mannschaft, die unbedingt in die Champions League einziehen möchte. Vielleicht ja noch mit dem zweiten Treffer vom Seitenwechsel. Mbabu, Weghorst. Schweres Durchkommen, da hat sich jetzt Union ein wenig verbessert. Es kommen keine ganz großen Abschlusssituationen zustande. Trotzdem Wolfsburg immer wieder ziemlich gefährlich, zumindest mal in Ansätzen. Und einmal hat es ja eben schon geklappt. Musa, jetzt sind wir auf der Gegenseite mal im Strafraum. Da hätte Poyanpalo vielleicht auch den Eckball in Kauf nehmen können. Tor in Dortmund. Gucken wir uns natürlich an. Der Ausgleich durch Angelinho. Der linke Verteidiger, linke Flügelspieler, beackert da eigentlich ja jeden Grashalm auf der Seite, kommt im Strafraum zum Abschluss. Ziemlich freistehend, muss man sagen. Piszczek in den Zweikampf in die Mitte gezwungen worden. Dadurch Angelinho unbewacht, da hat so die Übergabe in der Defensive alles andere als gut funktioniert. Hat ja vor allem in der Hinrunde einen richtigen Lauf gehabt mit seinen Abschlüssen. Jetzt trifft er mal wieder Angelinho. 1:1 hier. Geht wohl auch in Ordnung. Mal schauen, ob wir noch einen Treffer vor der Pause sehen. Wenn es hier so sein sollte, melden wir uns. Ansonsten versuchen wir es nochmal in Sinsheim. Hier warten wir ja noch gänzlich auf den ersten Treffer. Hüntela zu Kolasinac. Es ist also nicht so, als wäre Schalke hier Meilen weit davon entfernt. Omar Mascarell. Gut. Abschluss mit links. Knapp Meter vorbei. Sieht Oliver Baumann auch, aber es zeigt zumindest nochmal so ein wenig, dass Schalke hier mit Anstand spielt. Das ist ein ordentlicher Auftritt. Man kann auch nicht allzu viel erwarten. Aber dafür, dass alles verloren ist, auch die Situation im Verein extrem unklar für die nächsten Jahre scheint. Dafür machen sie es gut. 0:0 nach 45 Minuten. Hoffenheim scheint in dieser Saison in Schalke seinen Meister gefunden zu haben. Sie kommen noch nicht so richtig gut ins Spiel. Hier ist Pause. Auf den anderen Plätzen ist das ebenfalls der Fall. Wir gucken kurz auf die Halbzeitresultate und freuen uns dann auf die zweiten 45 Minuten. Bis gleich. Ja, da sind die Ergebnisse im Überblick. Bremen liegt 0:2 gegen Leverkusen hinten. Wolfsburg führt 1:0 gegen Union Berlin. Hoffenheim und Schalke eben gesehen 0:0. Und Dortmund gegen Leipzig ebenfalls Remis 1:1. Viel Spaß beim zweiten Durchgang. Weiter geht's. Zurück in der Konferenz in Bremen und wir schauen auf die beiden Treffer der Gäste. Einmal Florian Wirtz, der hier früh zuschlagen konnte, und dann kurz vor der Halbstundenmarke das zweite Tor. Moussa Diaby bekommt hier den Abpraller vor die Füße und fackelt da nicht lange rum.
Große Aufgabe also nun für den SV Werder Bremen und die Blicke, sie werden immer banger, wenn man nach unten schaut in der Tabelle, denn viel kommt da nicht mehr und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es folgen danach noch zwei Spiele und die haben es dann gegen Augsburg und gegen Gladbach nochmal in sich. Gegen Augsburg muss man auch schauen, ob die Fuggerstädter nochmal ins Abstiegsrennen richtig einsteigen. Die Lage könnte nicht wirklich dramatischer sein, aber sie ist wirklich ganz heiß. Leverkusen erledigt die Hausaufgaben für die Europa League. Wirkt hier noch nicht ganz entschieden, aber schon relativ deutlich. Und wir melden uns dann bei Gelegenheit und schauen woanders vorbei, in Wolfsburg. Die Wölfe machen weiterhin einen sehr guten Eindruck. Union Berlin, ja, so 100% stimmt da gerade noch nicht die Überzeugung und die Einstellung, aber das macht eben der VfL dann so gut. Sie haben ein wenig defensive Stabilität wiedergefunden, die sie zuletzt vermissen ließen. Flanke von Trimmel ins Nichts, Mbabu räumt auf und klärt zum Einwurf. Grisha Prömel kommt rein für Robert Andrich. Kleiner Wechsel. Bisschen mehr Offensivdrang vielleicht damit, aber relativ positionsgetreu. Da ist er gleich, Prömel zu Gentner. Thorn Sinsheim! Dauert aber ein Weilchen. Thorn Sinsheim geht vor. Hoffenheim weiß nicht, wie es geht. Wie man Schalke besiegen kann. 1:0 für die Gäste. Gonzalo Paciencia bringt Königsblau in Führung. Nicht zu glauben. Nette, kurze Passstaffette. Eingeschoben an Baumann vorbei. Und wie ihm geschieht, kann er selber sicherlich am wenigsten nachvollziehen. Es ist nicht so ganz richtig einzuordnen. Wie kann man das bewerten? Wie Hoffenheim in dieser Saison Königsblau unterlegen scheint. Paciencia. Und warum nicht vorher so? Ja, Schalke hat auch extrem viel Verletzungspech. Aber der Zug ist abgefahren. Das hier ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Zeichen für Schalke 04. Und von daher Respekt an dieser Stelle. Andere Stelle geht weiter. Und zwar die in Dortmund. Gibt zwei Wechsel gerade. Einmal von Dortmund und einmal von Leipzig. Können Sie gerne nachlesen. Und damit etwas mehr als eine halbe Stunde auf der Uhr. Noch alles vollkommen offen. Der zweite Durchgang. Bisschen pro BVB, aber das waren nur Nuancen, die den Unterschied gemacht haben. Dortmund aber kommt jetzt zumindest mal wieder ins vordere Drittel mit Giovanni Reyna. Den sollte man nicht so laufen lassen. Reyna zu Can! 2:1! Nicht zu fassen. 61. Minute. Emre Can bringt Dortmund zum zweiten Mal in Führung und RB Leipzig steht nicht gut. Bedenklich fast. Das ist ja die Kostprobe für das DFB-Pokalfinale und Emre Can in Mittelstürmerposition kommt er da zum Abschluss vorbei an Gulaschi. Nicht zu fassen. 2:1 für den BVB. Reyna hat es vorbereitet, bislang der Mann des Spiels. Ein Tor, eine Vorlage. 2:1 hier, 2:0 in Bremen. Beziehungsweise 0:2, das könnte sich jetzt aber ändern. Fast das 1:2. Aber Radetzky mit der Parade, Werder Bremen bleibt aber dran. Plötzlich sind sie erwacht. Schmid. Romano Schmid. Der geht knapp vorbei am linken Pfosten. Die Regie gönnt uns aber leider keine Wiederholung dieser Szene. Das war wirklich ein guter Abschluss. Geht dann knapp vorbei und dann wären ja eben auch noch 27,5 reguläre Spielminuten da gewesen, plus Nachspielzeit. Jetzt laufen sie weiterhin diesem 0:2 Rückstand hinterher. Sargent verlässt das Feld, dafür Yuya Osako neu auf dem Platz. Soll noch mal ein bisschen für Frische sorgen.
Naja, aber das war zumindest mal ganz gut von Werder Bremen. Bisschen Glück für Leverkusen. Arangis mit dem Ball verlost. Tor in Wolfsburg. Auch nicht mehr ganz so sattelfest aus. Und wir haben den nächsten Treffer in Wolfsburg. 2-0 für den VfL. 65. Spielminute. Ziemlich abgezockt zu Ende gespielt. Joao Victor eben eingewechselt worden. Sucht da die Lücke, findet sie. Und lässt Andreas Lute alt aussehen. Der kann da natürlich überhaupt nichts machen. Und hat das Nachsehen. 2-0, aber sicherlich auch das gerechtfertigte Ergebnis. Das ist schon ein sehr stabiler Auftritt von Wolfsburg. Union Berlin, ja, wird sich schwer tun, hier nochmal zurückzukommen. Das sind die Ergebnisse im Überblick. Holen uns nochmal was aus Hoffenheim. Na, aktuell würde sich Schalke was aus Hoffenheim oder aus Sinsheim holen. Und das sind 3 Punkte. Oh, Karl Rabeck spielt da mit dem Feuer. Kevin Vogt besorgt dann die bessere Klärungsaktion. Dann geht es in die Gegenrichtung. Kramaric ist da plötzlich völlig frei. Wie konnte das denn passieren? Kramaric, Lupfer, Fährmann, Parade, Bebu, Abstauber und Tor. 1:1 in der 70. Minute. Ilas Bebu staubt ab. Wird natürlich nochmal auf Abseits kontrolliert, aber war wohl alles regelkonform. Kramaric hätte sich ansonsten auch ordentlich was anhören können. Ja, wobei der Querpass nicht so leicht gewesen wäre. Da bringt er den Lupfer. Fährmann ist noch dran, wischt den raus. Aber Bebu ist am handlungsschnellsten. Und gegen die schlechteste Defensive der Liga kommt Hoffenheim jetzt zum ersten Treffer in der Saison. Und Bebu macht es mit Kramaric da vorne, der Hoffnungsschimmer. 1-1 hier. Geht auch so in Ordnung. Zurück nach Dortmund. Wo Leipzig daran arbeitet, wieder zurückzukommen. Dani Olmo wird allerdings gehindert am guten Torabschluss. Gibt nur eine Ecke in der 70. Spielminute. Christoph van Kunku bekommt da jetzt auch Unterstützung zum kurzen Eckball. Kevin Campbell ist das. Der bekommt auch den Ball, wird da relativ alleine gelassen. Sollte man sich auch zweimal überlegen, das so zu tun. Willi Orban, Dani Olmo. Das ist auch schwer, da momentan die Lücke zu finden. Dortmund macht es ganz gut und Hitz drischt den Ball erstmal raus. Was würde dieses 2:1 für Dortmund bedeuten? Erstmal würde man den Abstand oder den Rückstand zum VfL Wolfsburg beibehalten, was im Angesicht des möglichen Sieges vom VfL eine sehr gute Nachricht ist. Und dann muss man schauen, was macht am Sonntag dann noch Eintracht Frankfurt. Also man könnte auch nach dem Spieltag vorbeigezogen sein. Kommt eben dann auf die Konkurrenz an. Dafür müssen sie aber auch das hier dann noch halten und über die Zeit bringen, die letzte Viertelstunde. Wir wechseln nochmal und geben ab nach Bremen. Ja, ganz kurz gab es hier mal die Hoffnung einer Schlussoffensive beziehungsweise so eine Mitte zweite Halbzeitoffensive, wo wir den Abschluss auch gesehen hatten. Jetzt so langsam verrinnt eben auch die Zeit. Gebre Selassie, das Kopfballungeheuer, verlässt jetzt auch das Feld, hatte zuletzt zumindest gegen Union Berlin getroffen beim schwachen 3:1 der Bremer. In Teilen sah es hier wieder sehr mies aus, aber dann hatten sie auch wieder zwischendurch gute Phasen. Aber es reicht eben nicht, nur immer mal wieder gute Phasen zu haben oder auch zu zeigen, dass man es was, dass man etwas kann. Nein, man muss es auch konstant abliefern. Ansonsten wird es wirklich in den letzten beiden Spielen darauf ankommen. Relegation, direkter Klassenerhalt oder vielleicht sogar direkter Abstieg. Es ist noch lange nichts entschieden. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Osako nochmal raus zu Felix Agu, nicht im Abseits. Agu, den muss eigentlich in die Mitte spielen, aber Rashica, ja, kommt sogar zum Abschluss und geklärt.
Hätten wir eigentlich auch noch kurz in Bremen bleiben können, war eine sehr gute Möglichkeit. Und hier jetzt so ein Schüsschen, den Luther behalten kann, der war heute dadurch, dass er als Keeper immer das letzte Glied in der Kette darstellt, zweimal ja, im Hintertreffen, konnte da nichts machen. Und so geht es hier langsam zu Ende. Das wird kein großes Aufbäumen mehr geben. Respektabel war der Auftritt allemal trotzdem bei Union. Aber das wird Tor in Bremen gewesen sein. Und in Bremen kommen sie doch nochmal zurück. Eventuell der Anschlusstreffer 1:2. Und ja, plötzlich die Möglichkeit, doch nochmal hier zumindest einen Punkt der Moral zu holen. Felix Agu, eben reingekommen für Gebrselassie, hier vorbei an Lukas Radetzky. Bei der letzten Schalte hatte Agu eine schwache Flanke geschlagen, aus ähnlicher Position. Hätte er vielleicht direkt draufhauen müssen, aber die Zeit, sie ist möglicherweise zu knapp. 89 Minuten hier von der Uhr und in Dortmund ist es auch noch knapp und spannend. Der BVB will das hier irgendwie über die Ziellinie bringen. Leipzig versucht sich nochmal aufzubäumen. Es ist aber nicht so leicht. Meunier mittlerweile reingekommen. Hat ja nicht so die glücklichen Auftritte zuletzt hingelegt. Dortmund im Ballbesitz. Reyna muss aufpassen, sich da nicht selbst zu verdribbeln. Aber die Qualität, das dann hier auszuspielen, hat er. Wird da unter Druck gesetzt. Aber das war's. Das war's tatsächlich schon. Leipzig drückt zu wenig und so endet es hier mit 2:1 für den BVB. Verdientes Resultat, knapp, eng, aber eben redlich verdient. Wir wechseln nochmal die Station. Sind nochmal in Bremen, gerade jetzt ist Schluss, auf den anderen Plätzen ebenfalls abgepfiffen. Es bleibt beim 1:2. Der Treffer von Agu, er kam dann eben doch zu spät und hilft nicht wirklich weiter. Es wird also heiß in den letzten beiden Duellen vom SV Werder Bremen. Das war's aus der Konferenz. Jetzt gibt's die Zusammenfassungen. Und bis dahin bleiben Sie gesund und bleiben Sie am Ball. :1, Florian Wirtz, die kalte Dusche für den SV Werder Bremen. Das schmerzt aus Werder Sicht. 0:2, Moussa Diaby lässt den Kiefer bei Florian Kohfeldt an der Seite wahrscheinlich fast rausspringen. Standard Gegentor. Es tut weh. Eventuell der Anschlusstreffer 1:2. Und ja, plötzlich die Möglichkeit, doch nochmal hier. Einmal kurz horchen. Tormusik läuft. Das heißt, Dortmund hat getroffen. 1:0 für die Gastgeber. Giovanni Reyna. Der Ausgleich durch Angelinho. Der linke Verteidiger, linke Flügelspieler beackert da eigentlich ja jeden Grashalm auf der Seite. Kommt im Strafraum zum Abschluss. Ziemlich freistehend muss man die Reyna, den sollte man nicht so laufen lassen. Reyna zu Can! 2:1. Nicht zu fassen. 61. Minute. Emre Can bringt Dortmund zum zweiten. Machen hier ordentlich Druck. Gerhard mit der Flanke etwas zu weit geraten. Aber Baku kratzt den noch. Von der Grundlinie legt ihn zurück. Perfekt. 2:0 für den VfL. 65. Spielminute. Ziemlich abgezockt zu Ende gespielt.
Hoffenheim weiß nicht, wie es geht, wie man Schalke besiegen kann. 1:0 für die Gäste. Gonzalo Paciencia bringt Königsblau in Führung. Nicht zu glauben. Richtung Kramaric ist da plötzlich völlig frei. Wie konnte das denn passieren? Kramaric, Lupfer, Fährmann, Parade, Bebu, Abstauber und Tor. 1:1 in der 70. Minute. Das Topspiel am Samstagabend. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel führten die Bayern mit 2:0, verloren am Ende mit 3:2. Und jetzt Borussia Mönchengladbach hier zu Gast und sicherlich auch wieder auf der Jagd nach 3 Punkten für Europa. Bayern in den roten Trikots aber hatte in der Anfangsphase hier ordentlich Druck aufgebaut. Gute Möglichkeit, aber Jan Sommer ist aufmerksam und kriegt den mit der Fußabwehr bereinigt. Offenes Spiel schon in der Anfangsphase. Embolo hat das gute Auge für Wolf. Benzebaini, Wolf spielt den Ball noch einmal in die Mitte. Muss sich vielleicht den Abschluss selber trauen. Der hat nämlich einen ordentlichen Huf. Hier versucht er es etwas zu schön zu lösen. Somit bleibt es beim 0:0. Nun wieder die Bayern über die linke Seite mit Davis und Kingsley Coman. Lewandowski, Sommerparade, Müller und nochmal die Sommerparade. Was für eine Doppelchance. Das ist schon ganz gut. Aber das ist überragend. Aufgebäumt und irgendwie reingeschmissen. Die Bayern aber, sie wurden jetzt drückender. Möchten hier die Meisterschaftsfeier sicherlich mit einem Sieg abfeiern. 34. Minute, da kam es dann auch. 1:0, Thomas Müller per Kopf aus kürzester Distanz. Da ist für Jan Sommer wirklich nichts mehr zu halten. Aber Gladbach kam nochmal vor dem Seitenwechsel, hatten sich zuletzt dann etwas zurückgezogen. Zakaria mit dem Pass zu Florian Neuhaus zieht ihn einmal zurück, lässt Boateng ins Leere laufen und gleicht aus. Ganz starke Aktion des Mittelfeldmotors. So stand es dann nach 45 Minuten 1:1. War auch so durchaus gerechtfertigt. Gladbach auf Augenhöhe. Durchgang 2 ging etwas gemächlicher los. Wir sind schon in der 60. Spielminute. Bayern wollte aber jetzt in Führung gehen und sie schraubten und schraubten. Aber der Ball wollte noch nicht über die Linie. Lewandowski stand dann auch im Abseits, aber auch da wäre ein Sommer zur Stelle gewesen. Kein einfaches Spiel für Robert Lewandowski. Der schraubt ja auch noch an was, ganz persönlich, an diesem Tore-Rekord. Es könnte langsam eng werden. Diese Verletzungspause zuletzt, die hat ihn ein wenig aus der Bahn geworfen. Klar, die war nicht eingeplant. Eingeplant war es dann sicherlich auch nicht aus Münchner Sicht, Gladbach nochmal stärker werden zu lassen. Hier fehlt wenig. Wolf, der dann reingrätscht. Neuer aber verletzt sich nicht in der Szene und konnte weiterspielen. Und Gladbach schien den etwas längeren Atem zu haben mit Wolf und Leiner. Dennis Zakaria mit der Hacke zu Florian Neuhaus. Das ist nicht zu fassen. Erste Minute der Nachspielzeit. Spiel gedreht. Doppelpack Florian Neuhaus. 2:1 für die Gäste. Und 3 Punkte auf das Konto der Fohlenelf. Bitter und unnötig aus Sicht der Münchner. Nach Führung das abgegeben, aber Gladbach mit einem richtig, richtig starken Auftritt. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Wie gesagt, der Teil für die Sonntagsspiele kommt morgen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und
Adios.